Hallo, mein Name ist Kasia Kutschkowski und ich berichte hier aus Washington DC, der Hauptstadt der USA. Wir haben einige Aktionswochen bereits hinter uns, beziehungsweise eigentlich die Kollegen unserer Schwesterorganisation LPAC, La Rouge PAC, die nicht nur hier in DC ihren Fokus haben, der Mobilisierung für das Trennbankensystem, also der Einführung des Glass-Steagall-Gesetzes, das, was 1933 von Franklin Roosevelt eingeführt worden ist und die USA aus der großen Depression gebracht hat. Zusammen natürlich mit großen Entwicklungs- und Infrastrukturprojekten. Wir fokussieren also hier nicht nur in DC, sondern auch im ganzen Land, in den verschiedenen Bundesländern, um den Senatoren und den Kongressleuten wirklich Dampf zu machen, dieses Gesetz umzusetzen. Am 16. Mai, also zum 80. Jahrestag der Einführung des Glass-Steagall-Gesetzes, des ursprünglichen Glass-Steagall-Gesetzes 33, hat der Senator Tom Harkin dieses Gesetz nun auch in den Senat eingebracht. Marcy Kaptur, Kongressabgeordnete, hat ja bereits eine Resolution im Repräsentantenhaus zuvor eingebracht und hat bereits 63 Sponsoren. Dadurch, dass es jetzt aber auch im Senat als Gesetzesvorlage vorliegt, hat es natürlich immens mehr Gewicht. Wichtig ist natürlich auch, dass es eine internationale Kampagne ist und es hat also einen großen Eindruck gemacht bei den Senatoren, die unsere Kollegen dort vorgesprochen haben, mit all den Zuschriften, die wir hatten aus ganz Europa, aus Frankreich, aus Schweden, aus Italien, aus Deutschland, von Bürgermeistern, Stadträten, von Ökonomen und vielen, vielen anderen, auch Wissenschaftlern, die eben die Senatoren, die Kongressleiter aufgefordert haben, dieses Gesetz so schnell wie möglich umzusetzen, weil es der erste notwendige Schritt ist, um aus dieser transatlantischen Zusammenbruchskrise herauszukommen. Der zweite Schritt ist natürlich große Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte. Hier in den USA mobilisieren sie natürlich vorrangig über das NAWAPA-Projekt, ein großes Wasserprojekt, was ihnen enorm wichtig ist, weil in den USA haben wir eine ganz, ganz große Nahrungsmittel- und Wasserkrise. Man hat ja jetzt bereits die USA so heruntergewirtschaftet, dass sie noch nicht mal in der Lage sind, mit Naturkatastrophen zurechtzukommen. Zerstörte oder heruntergekommene Infrastruktur wird nicht mehr wieder aufgebaut. Und ähnliche Zustände sehen wir ja auch in Europa, selbst in Deutschland, in vielen, vielen Bereichen. Man braucht sich ja nur Nordrhein-Westfalen anzusehen, wie das da mit den Straßen und dergleichen aussieht. Wichtig ist, dass es in Europa eben so eine ähnliche Mobilisierung kommt, die die BÜSO anführt in Deutschland und von unseren Schwesterorganisationen in anderen Ländern Europas. Es ist eine internationale Kampagne und es ist eine Lösung zu einer weltweiten Krise. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Damals, als das Gesetz in den USA eingeführt worden ist, als Gesetzesvorlage, hat es 30 Tage gedauert, um es umzusetzen und den ersten großen Schritt eben zu machen aus dieser großen Depression. Wir haben ein ähnliches Ziel, in den nächsten Wochen das wirklich zu schaffen. Und Sie müssen dabei helfen. Wir brauchen mehr Zuschriften, wir brauchen eine Mobilisierung in Deutschland, die so eine Dynamik eben erfasst, wo man Hunderte von Aktivisten hat, Leute aus der ganz normalen Bevölkerung, die eben sich also wirklich zusammenreißen und sagen, hier, das lasse ich mit mir nicht mehr machen. Die mit ihren Bürgermeistern sprechen, die sich da nicht so schnell abservieren lassen, die mit ihren Stadträten sprechen, mit ihren Landtagsabgeordneten, mit ihren Bundestagsabgeordneten und Druck machen. Weil dieses Kreuzfeuer in den jeweiligen Bezirken, in den jeweiligen Landkreisen und Bundestagskreisen und so weiter und natürlich auch in der Hauptstadt Berlin. Und da haben wir auch einen sehr, sehr wichtigen Fokus gesetzt, wo wir uns also tagtäglich mit Bundestagsabgeordneten und verschiedenen Leuten aus den verschiedenen Institutionen auch treffen und sie darüber eben aufmerksam machen und auch nicht nur aufmerksam machen, sondern wirklich auch den Druck erzeugen, dass dieses Gesetz umgesetzt werden muss. Und in dem Moment, wo das in den USA passiert, und es sieht verdammt gut aus, wird auch ein ganz, ganz anderer Wind in Europa wehen. Und wir werden sehr, sehr viele Wendehälse sehen. Und wichtig ist, dass wir das zusammenbringen mit dem großen Entwicklungs- und Infrastrukturprojekt, das die BÜSO schon seit vielen Jahren eben mobilisiert, für Europa, für Afrika, für Asien und Zusammenarbeit natürlich mit all diesen fantastischen Projekten, die wir auch auf der Webseite finden können, speziell von verschiedenen Ländern, was für ein fantastisches Potenzial jedes Land hat, das jetzt gerade von der Troika in einen totalen Selbstmordkurs gebracht wird. Also es gibt sicherlich noch sehr viel mehr zu berichten in den nächsten Tagen. Bleiben Sie dran und vergessen Sie nicht, Ihren Bundestagsabgeordneten anzurufen. Viel Spaß!